Kaum ein Auto steht so sehr für Freiheit und Reiselust wie der VW-Bus. Das Original aus den 50ern hatte 25 PS, ein Vierzylinder-Boxermotor und Hinterradantrieb. Mittlerweile gibt es 7 Modellgenerationen und der beliebte VW-Bus, der hat sich ordentlich verändert und das Original ist nur mit gutem Willen noch in den Folgegenerationen zu erkennen. Das ändert sich jetzt aber wieder, denn VW hat es sich endlich gewagt, das Retro-Design wieder in Serie zu bringen und das in Form des ID.Buzz. Und er hier, er ist voll elektrisch und kommt zumindest auf den ersten Blick so nah an das Design des Originalen wie lange keiner vor ihm mehr. Aber ob er hier seinem Erbe gerecht wird, das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Lasst uns gleich über den Antrieb unseres ID.Buzz hier sprechen. Dieser hat nämlich ganz genau wie die allererste Generation Heckantrieb. Wobei der Elektromotor hier mit 150 kW bzw. 204 PS ungefähr das 8-fache an Leistung im Vergleich zum ersten hat. Wo sich die beiden Fahrzeuge wieder so ein bisschen einig sind, ist die Reichweite mit ungefähr 400 Kilometern. Wenn es dann aber ums Tanken oder Aufladen geht, da ist der alte natürlich schneller wieder auf der Bahn. Wobei man sagen muss, dass der ID.Buzz hier eine maximale Ladeleistung von 170 kW hat, bedeutet also, um die 77 Kilowattstunden Batterie aufzuladen, dauert es im Idealfall 30 Minuten, um von 5% auf 80% zu laden. Ja, und wenn wir dann wieder auf der Bahn sind, dann hat unser Stromer hier immerhin den Vorteil, dass er 145 km/h schafft, wo im Gegensatz, ja, der alte gerade mal so um die 90 km/h schnell ist. Kommen wir zurück zum offensichtlichen, dem Design. Mit der klassischen Stupsnase, den kurzen Überhängen, dem riesen VW-Logo und der Zweifarblackierung schafft der ID.Buzz das alte Retro-Design in die Ära der Elektromobilität zu holen. Mit einer Länge von 4,71 Meter ist er übrigens kürzer als ein T7 Multivan, kürzer als ein Charan, aber immer noch länger als ein Touran. Einige behaupten deshalb, der ID.Buzz, der sei kein richtiger Bus mehr, sondern eher ein Van. Das Thema wurde auch bei uns in der Redaktion ordentlich diskutiert. Und ich muss sagen, meine Meinung dazu ist, dass ich ihm rein optisch gesprochen das Bushafte, diese Bussigkeit, gar nicht absprechen würde. Das Ganze ändert sich aber mit dem Blick hier in den Innenraum. Denn der ID.Buzz, der hat aktuell nur 5 Sitzplätze und das macht ihn für mich leider eher zu einem Van. Und gerade dann, wenn ich ihn nochmal mit dem T1 vergleiche, er ist nämlich 41 cm länger, hat aber eine ganze Sitzreihe weniger. Naja, zumindest bis jetzt, denn, um fair zu sein, es wird den ID.Buzz auch noch mit 6 Sitzplätzen geben. Heißt also 2 hier und 2 hinten. Aber ein Bus, der hat einfach für mich nur mal mehrere Sitzplätze. Was mir hier noch ein wenig fehlt, sind die Schienen auf dem Boden, um mir die Sitze frei im Inneren konfigurieren zu können. Klar, ich habe dafür jetzt einen riesigen Kofferraum mit 1121 Litern Fassungsvermögen. Und ja, es gibt dann demnächst noch eine dritte Sitzreihe und es wird auch noch eine Version mit längerem Radstand geben, die wahrscheinlich dann meinen Ansprüchen eines Busses noch gerechter wird. Aber ich muss mich ja gerade auf das hier erstmal beziehen. Ich möchte im Innenraum hier aber die Praktikabilität trotzdem nicht vollständig absprechen, denn auch er hier hat einiges zu bieten. So können wir die Rückbank hier zum Beispiel im Verhältnis 60-40 umklappen und auch die Sitze hier ein Stück weit vor- und zurückschieben. Ein kleines Manko haben die Sitze für mich schon noch, denn es gibt hier nur 2 Isofix-Halterungen. Heißt also, ich kann hier keine 3 Kindersitze nebeneinander platzieren. Finde ich ein bisschen schade. Aber um dem wieder positiv gegenüberzustehen, habe ich hier in diesem Fahrzeug zahlreiche Ablagemöglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel einen Tisch, ich habe hier unten eine Tasche, ich habe hier oben eine Tasche, ich habe hier unten und oben Ablageflächen, sogar mit Ladeanschlüssen. Und das gilt nicht nur für hier hinten, sondern genauso auch für vorne. Für den Beifahrer gibt es ein Fach, hier unten habe ich meine Becherhalter, hier hinten ist noch ein bisschen Staufläche. Ich habe hier eine Mittelkonsole, die nicht nur hier oben Ablagemöglichkeiten hat, sondern hier noch ein Fach. Hinten kann ich auch noch eins ausziehen. Ich kann sie sogar, wenn ich mag, vollständig entfernen. Und außerdem habe ich hier wirklich zahlreiche Ladepunkte für mein Handy oder andere Geräte. Hier vorne sind 2, der Beifahrer hat eine in der Tür und sogar hier oben. Und wo wir jetzt gerade schon mal hier vorne sitzen, würde ich sagen, lasst uns doch mal ein Stück weiterfahren und über den Fahreindruck sprechen. Von den anderen VW ID-Modellen kennen wir das Prinzip schon. Fuß auf die Bremse, zack, das Auto ist wach, den Hebel einmal drehen, okay, und
los geht die wilde Fahrt. Das typische Busfahrgefühl, das kommt hier im ID.Buzz auf jeden Fall auf. Ich sitze schön hoch, ich habe alles im Blick. Ja, ich fühle mich wie eine kleine Busfahrerin. Außerdem habe ich hier echt viel Platz, also zahlreiche Annehmlichkeiten. Das muss im T1 deutlich anders gewesen sein. Da lief doch alles ein bisschen rudimentärer ab und war alles deutlich enger. Und wo ich gerade gesagt habe, Annehmlichkeiten, ja, ich habe hier drin sogar, wenn ich es mir ordere, Massagesitze. Dank der vielen Fenster war der alte VW-Bus richtig übersichtlich. Und das gleiche gilt mit einer Ausnahme auch für den ID.Buzz hier. Denn wir haben hier quasi zwei A-Säulen und mit diesem Zusatzfenster hier drin ist die Sicht ein wenig eingeschränkt. Kennt man so aber auch schon vom Multivan T7. Die 310 Newtonmeter Drehmoment, die liegen natürlich direkt an. Und e-autotypisch habe ich hier, wenn ich mal aufs Gas drücke, eine schöne lineare Beschleunigung. Und wenn ich vom Gas runtergehe, dann rekuperiert der Wagen wirklich nur ganz leicht. Wenn ich das mag, wenn ich so ein bisschen mehr dieses One-Pedal-Drive haben möchte, dann kann ich hier einmal den Hebel drehen, stelle auf B und stelle fest, okay, ja, ich merke deutlich, wie der Wagen hier anfängt zu rekuperieren. Bis zum Stillstand reicht es aber nicht. Der Akku unseres Stromers hier, der ist tief im Unterboden integriert. Das Gute ist, dass wir trotz dieses hohen Aufbaus, dieser kastigen Form, immer einen schönen tiefen Schwerpunkt haben. Wenn wir mal über Fahrbahnunebenheiten fahren, sei es kleine Bodenwellen, Gullideckel, ich sehe die, ich spüre die auch leicht, aber sie kommen mir nicht unangenehm vor hier im Innenraum. Das ist im T1 natürlich ein ganz anderer Fall gewesen. Lass uns den Vergleich vielleicht deshalb besser nochmal in die Neuzeit holen, denn im Vergleich zum T7 Multivan ist der ID.Buzz doch ein Ticken agiler. Warum ist er agiler? Weil ich zum Beispiel einen kleineren Wendekreis habe, weil ich die Vorderräder stärker einschlagen kann, weil ich ja die ganze Technik hinten habe. Das kommt natürlich dem Fahrzeug zugute, lässt ihn gleichzeitig so ein bisschen mehr vanartig wirken, weil er halt einfach agiler ist. Die Lenkung des ID.Buzz, die passt sich übrigens den Geschwindigkeiten an. Heißt also, bei niedrigem Tempo ist sie ein bisschen leichtgängiger und umso schneller ich fahre, umso mehr Widerstand bekomme ich in die Lenkung, einfach um noch mal ein bisschen präziser fahren zu können. Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die man erwähnen könnte. Und da geht es nämlich um das Thema Windgeräusche. Der Wagen hat natürlich viel Angriffsfläche. Ich finde aber, dass ich trotz dessen ist es sehr ruhig hier drin anhört. Klar, durch den Antrieb hören wir nichts, aber eigentlich fällt einem deswegen ja umso mehr Windgeräusche auf. Hält sich aber völlig im Rahmen. Also ist mir nicht unangenehm aufgefallen jetzt. Der ID.Buzz, der vermittelt mir genau das gleiche Gefühl eigentlich wie der T1. Denn hier ist der Weg das Ziel und Fahrspaß im dynamischen Sinne, das ist hier eher zweitrangig. Technisch liegen Welten zwischen ID.Buzz und T1. Der Buzz hier, der fährt nicht nur voll elektrisch, dank bidirektionalen Laden kann er sogar als Energiespeicher verwendet werden und kann mit anderen Fahrzeugen kommunizieren, um sich zum Beispiel über Staus oder andere Verkehrsbehinderungen auf der Strecke zu informieren. Hättest du das jemandem vor 70 Jahren erzählt, hätte dich einfach für verrückt erklärt. Während man sich mit dem T1 seinerzeit große Urlaubsreisen zugetraut hat, sehe ich das aufgrund der zahlreichen Ladestopps mit dem ID.Buzz aktuell eher weniger. Er ist eher der entspannte Begleiter für kurze Tipps, vielleicht Tagesausflug zum See. Dafür ist er aber happig eingepreist, denn sein Einstiegspreis, der liegt bei ungefähr 65.000 Euro. Lasst uns an der Stelle nochmal den Vergleich zum T1 ziehen. Der hat seinerzeit in den 50ern 8.700 D-Mark gekostet. Rechnet man jetzt diesen Preis in die heutige Zeit zurück, samt Inflation, dann sind das ungefähr 19.000 Euro. Ja. Günstiger wird es erst, wenn VW den ID.Buzz mit der kleineren 52 Kilowattstunden Batterie anbietet, bedeutet gleichzeitig aber auch weniger Reichweite. Also wird der ID.Buzz hier seinem Erbe gerecht? Ich würde sagen, er schafft es, die alten Tugenden geschickt in die Neuzeit zu holen, dabei seinen eigenen Charme reinspielen zu lassen und immer noch reichlich Charakter zu haben.